Das hing natürlich maßgeblich vom SSV Ulm ab. Klar war nach diesem Karlsruher Sieg, dass die Ulmer Spatzen einen Tag nach dem Berliner Pokalfinale im Olympiastadion gegen TB Berlin den Aufstieg nicht sofort perfekt machen könnten. Denn selbst im Falle eines Sieges wären es nur 2 Punkte Vorsprung vor dem letzten Spieltag. Aber die Ulmer hätten natürlich die besseren Karten in der Hand, zumal es am letzten Spieltag zu Hause gegen Greuther Fürth geht. Aber natürlich wollten die Berliner den Ulmern die Suppe versalzen, zumal sie als Sechster vor diesem Spieltag selbst noch theoretische Aufstiegschancen hatten. Kuriosum am Rande, Berliner Trainer ist ausgerechnet der ehemalige Karlsruher und Stuttgarter Coach Winnie Schäfer aus dem Olympiastadion Jens Ottmann. Brasilianische Klänge sollten beide Mannschaften animieren, den großen Schritt in Richtung erste Liga zu machen. Ulms Trainer Martin Andermatt ließ sich vom südamerikanischen Rhythmus nicht anstecken und zeigte sich vor dem Spiel ruhig und gelassen. Ein wenig angespannter dagegen die Miene von TB-Trainer Winnie Schäfer. Die Ulmer in den weißen Trikots mussten auf den gelb gesperrten U21-Nationalspieler Sascha Rösler und Torjäger Dragan Trikulja verzichten. Doch ein alter Bekannter war nach beinahe 2 Jahren wieder dabei und hatte auch gleich die erste Chance für den Tabellendritten. Fritz Walter wollte helfen, die Ulmer in die erste Liga zu schießen. Und der Routinier hatte nach gut einer halben Stunde bereits die zweite Chance, den SSV in Führung zu bringen. Am Ende fehlte dem 39-Jährigen allerdings die Kraft. Was Trainer Andermatt in den ersten 45 Minuten von seiner Mannschaft sah, war wenig erstligareif. TB Berlin hatte zudem die besseren Tormöglichkeiten. Geier Friegard scheitert 10 Minuten vor der Pause an Ulms Schlussmann Philipp Laux. Und das sehr zum Ärger von Winnie Schäfer. Doch daran sollte sich für den ehemaligen VfB-Trainer auch nichts ändern. Copado auf Mike Lünzmann, doch das Bein von Thomas Bodok vereitelt die Berliner Führung. Bis zur Pause blieben beide Mannschaften ohne Torerfolg. Kurz nach Wiederanpfiff hatte erneut Fritz Walter die Führung für die Ulmer auf dem Fuß. Nach einem schönen Zuspiel von Markus Pleuer scheiterte er allerdings erneut an Berlins Torhüter Goran Schurko. Der Trainer reagierte, nahm den guten, aber glücklosen Routinier raus und brachte mit Baba Koulibaly einen frischen Stürmer. Ein Wechsel, der sich lohnen sollte. 65 Minuten waren gespielt. Eckball Simon Sessler, der Ball kommt zu Koulibaly und plötzlich steht es 1:0 für die Ulmer. Der erste Schritt in Richtung Aufstieg war getan. In der Wiederholung wird deutlich, dass TBs Schlussmann Goran Schurko sich den Ball selbst ins Tor spitzelt. Fünf Minuten später machte sich die Einwechslung Koulibalys erneut bezahlt. Nach einem schönen Direktpass von Markus Pleuer setzt sich der Mann aus dem Senegal gegen 2 Mann durch und sorgt mit seinem Tor für die Entscheidung. Die Ulmer Fans haben diesen für den Aufstieg so wichtigen Treffer förmlich herbeigesehnt. Der Jubel über das Tor beinahe grenzenlos. Am Ende konnten sich die Ulmer bei ihrem Torhüter Philipp Laux bedanken, der wenige Minuten vor dem Abpfiff noch 2-mal glänzend reagierte und mit seinen Paraden den Aufstiegsplatz sicherte. Dann war es vorbei. Um 16.53 Uhr war es geschafft. Die Ulmer nehmen 3 Punkte vom Mitkonkurrenten um den Aufstieg, Tennis Borussia Berlin mit an die Donau. Dem Durchmarsch aus der Regionalliga in die Bundesliga steht nicht mehr viel im Wege. Dennoch bleiben die Ulmer sachlich. Also zuerst haben wir sicherlich gegen einen sehr starken Gegner die zweite Halbzeit auch das nötige Glück auf eine Standardsituation gehabt. Und ich muss sagen, dass uns dieser Gegner alles abverlangt hat, aber das glückliche Ende hatten wir im heutigen Spiel für uns. Wir haben es selber in der Hand. Wir müssen nur einen Spieler gewinnen und fertig. Ich glaube, wir wären selber schuld, wenn wir ihn nicht schaffen. Das war natürlich ein Riesenschritt in Richtung erste Liga. Wir haben das Tor aufgestoßen. Wir sind sogar mit einem Fuß jetzt drin. Jetzt müssen wir nur noch den linken Fuß nachziehen.
Hut ab vor dieser Mannschaft, die drei Verletzungen heute weggesteckt und Hut ab vor unserem Publikum. Ich weiß gar nicht, wo die Leute alle herkommen hier in Berlin. Das ist eigentlich auch eine Sensation. Die Mannschaft ist am Feiern, Sie sind so ganz gelassen. Liegt das jetzt an Ihrer Herkunft oder woran liegt das? Nein, das ist so, dass man die Mannschaft hat sehr viel erreicht, aber es ist noch nicht zu Ende und deshalb haben wir noch wichtige Spiele vor uns und zwar wichtige Heimspiele. Eins noch. Ja, eben, das sind die Spiele, weil es geht ja immer wieder weiter nachher. Danke. Tja, herzliche Gratulation. Am Donnerstag kann also das Ulmer Wunder perfekt gemacht werden. Und eine Zusammenfassung dieses spannenden letzten Zweitligaspieltages, die können Sie ab 23:20 Uhr hier im Südwestfernsehen sehen.